Hey Leute, das ist ganz Hyam, willkommen bei WTN Germany. Vollsperrung auf der A24 in Mecklenburg-Vorpommern. Aus noch ungeklärter Ursache kommt ein Bus von der Fahrbahn ab und kippt zur Seite. Mehrere Fahrgäste und der Ersatzbusfahrer werden verletzt. Ein mit mehr als 20 Fahrgästen besetzter Linienbus ist auf der Autobahn 24 bei Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Ersten Erkenntnissen zufolge sind dabei am Morgen der Ersatzbusfahrer und ein Passagier schwer sowie 6 Fahrgäste leicht verletzt worden, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilte. Der Busfahrer blieb den Angaben zufolge äußerlich unverletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die A24 ist in Fahrtrichtung Hamburg vollgesperrt. Der Verkehr wird an der Abfahrt. Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.